Mein Name ist Caroline Wilkens, ich bin Geschäftsführerin der Edeka Südwest. Und mein Name ist Michaela Meyer und ich leite den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit bei der Edeka Südwest. Warum setzen wir uns für Nachhaltigkeit ein? Das ist eigentlich eine Grund-DNA der Edeka Südwest eigentlich schon immer gewesen. Manifestiert haben wir das vor 7 Jahren, als wir sogar einen eigenen Geschäftsbereich nur für Nachhaltigkeit gegründet haben, den Frau Meyer ja verantwortet. Wir versuchen es auch in alle Unternehmensbereiche letztendlich umzusetzen. Warum dann nicht in der Finanzierung? Ich finde es folgerichtig, dass wir auch das mit aufnehmen. Und hatten da mit der Helaba einen kompetenten und angenehmen Partner, der auch die entsprechenden Produkte für uns mit anbieten konnte. Und so haben wir das in die Finanzierung mit einbauen können. Mein Name ist Rainer Naltnik. Ich bin verantwortlich für das Sustainable Finance Advisory der Helaba. Bei Edeka Südwest haben wir eigentlich von Tag 1 eine große Ernsthaftigkeit wahrgenommen in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Insofern ja, wir sind schnell zueinander gekommen. Und es ist uns auch vergleichsweise einfach gefallen, die geeigneten Kennzahlen und sinnvolle Zielwerte zu finden. Und ja, die Transaktion war etwas Besonderes. Sie war die erste im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, bei der die Finanzierungskosten an konkrete Kennzahlen gekoppelt wurden. Also für den Konsortialkredit haben wir dann mit der Helaba zusammen aus jeder Säule quasi ein Ziel erarbeitet, dass wir in diesen Kredit mit aufnehmen wollen. Das ist zum einen aus der Säule Mitarbeitenden, dass wir bis 2026 unsere Auszubildendenquote gerne erhöhen würden und dass wir im Bereich der Sortimente unseren Bioanteil in den Lebensmittelumsätzen auch erhöhen möchten. Ja, und dann haben wir noch die Säule Umweltenergie. Da haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir nachhaltige Märkte, die Anzahl erhöhen möchten. Und wir haben das Thema Gesellschaft und da gehen wir speziell auf Kinder, auf die Bildung von Kindern, Gesundheitsbildung ein. Und das ist eines der Ziele, die wir uns da gesetzt haben. Ein Sustainability-Linked Loan ist ganz vereinfacht gesprochen eine Kreditfinanzierung, bei der die Finanzierungskosten auch an konkrete Nachhaltigkeitskennzahlen gekoppelt sind. Unsere Kunden wählen diese Finanzierungsart aus verschiedenen Gründen, aber zwei Motive sind wiederkehrend. Zum einen unterstreichen sie damit, dass es ihnen ernst ist um das Thema Nachhaltigkeit und zum anderen können sie nochmal einen Impuls in die eigene Organisation senden, um die Zielwerte dann auch wirklich zu erreichen. Es war eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir auch, wenn wir miteinander reden, jeweils wissen, von was wir reden. Thema Nachhaltigkeit vor allem, also da haben wir wirklich uns auf Augenhöhe unterhalten können. Das war sehr wichtig auch für mich. Und ich habe auch gespürt, dass die Menschen dahinter das auch tatsächlich leben. Dass es nicht nur auf dem Papier steht und es geht um eine Zahl, sondern es geht um den Inhalt. Als Lebensmittelhändler können wir natürlich sehr stark über unser Sortiment einen entsprechenden Beitrag leisten. Wir sind ja auch davon abhängig, dass wir gute und nachhaltige Produkte kriegen. Insofern ist es halt eine Herzensangelegenheit. Ja, und wir haben die Mitarbeitenden ja auch draußen vor Ort. Die sind die direkten Ansprechpartner. Die haben die Möglichkeit, das, was wir auch vorleben, auch dort wieder vorzuleben und am Ende den Kunden eigentlich dazu zu bringen, sich auch nachhaltig zu verhalten. Wir bringen den Lebensmittelhandel voran. Nachhaltig.